Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Lego der Hobbit mit mir und meinem lieben Freund, dem Baron. Hallo! Und wir haben gerade unsere Großteil unserer Freunde hier in Fässer gepackt, damit wir aus der Elben... Ich habe hier einen Zapf an, jetzt zapfe ich mal unsere Freunde an. Zapf an. Ja, wir müssen unsere Freunde hier aus der Elbenstadt befreien. Wie hieß das nochmal? Also die sind im Düsterwald, ne? Sind das dann die Düsterwald-Elben? Ich glaube schon, ne? Ich hab's, glaub, schon mal irgendwo gehört. Die Düsterwald-Elben sein, ne? Wir müssen uns leise und heimlich verhalten. Ich brauch Feuer. Braucht jemand Feuer? Ich hab Feuer. Ich hab einen Zapfhahn, der bringt auch nichts. Aber jetzt dürfen wir hier wieder unser Lieblingsminigame. Warte mal, ich muss hier, glaube ich, mal meinen Ring anlegen. Kannst du das vielleicht auch mal machen irgendwie? Weil hier liegen lauter Teile auf dem Boden. Wahrscheinlich liegen noch nicht genügend Teile auf dem Boden. Das kann auch sein. Vielleicht muss ich da noch den letzten Rest von der Tafel hier zerstören. Soll ich dann mal unser Lieblingsminigame starten? Warte doch noch mal einen kurzen Augenblick. Jetzt kann ich nämlich hier auch was bauen. Vielleicht. Hi. Du bist ein netter Mensch. Ja. Das hat man mir auch schon mal gesagt. Und jetzt haben wir bestimmt wieder einen GameStopper oder sowas. Dann müssen wir von vorne anfangen. Nee. Bogen. Im Bogenmaß oder im Gradmaß? Helmet. 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 Ein Spießenswert. Ah, verdammt. Und noch ein Spieß. Wäre das da jetzt egal gewesen, welcher Spieß? Nee, weil die. Nee, die sind unterschiedlich, haben. Aber das sah man auf der Folie nicht. Also ihr dürft mich, wenn jetzt hier in der Sequenz ein GameStopper kommt, dann mich dafür. Nee, nee, läuft schon, schau. Ich habe hier Feuchen gelegt. Hat der Kobold mir befohlen. Der Kobold hat mir befohlen, alles anzuzünden. Now mount the Fass. The Barrel. Lalalala. More Barrels. Oh, muss ich jetzt mich da. Das kennen wir noch aus Fluch der Karibik. Och komm, Bilbo Fassweite. Die Fahrphysik von so einem Fass ist schon echt. Die beste? Die allerbeste. Bessere gibt's gar nicht. Fährt sich genau wie ein Fass. Genau wie mein Auto eigentlich. Okay, und was brachte uns das jetzt hier? Vielleicht will der Feuer. Nee, vielleicht gibt er mir einfach. Ah, jetzt habe ich mit dir zusammengearbeitet. Das wollte ich nicht. Ich will diesen Bogen haben jetzt da. Achso, ich muss ihn erst zerkloppen. Wir müssen es aufbauen, dass wir es kaputt. Ja, ich hab. Entschuldigung, genau. Ich hab Lego nur wieder. Du bist hier in Lego. Ja. Vor allem. Da kann er aber auch nicht drauf schießen, oder? Vielleicht. Du hast hier noch nicht alles kaputt geschlagen. Ah, hier muss ich drauf schießen. Ist doch drauf geschossen, ey. Den Mist. Ozossen. So, jetzt. Darf ich fahren? Ja, dann fahr du. Du darfst gern fahren. Geht doch. Ja, du bist gewohnt, sowas zu fahren. Ja, ich fahr auch besser. Du bist sozusagen der moderne Diogenes. Ja. Diogenes war ein griechischer Philosoph, der in einem Fass gehaust hat. Für alle Tonne? Zwölfjährigen. Tonne oder Fass ist, glaube ich, in der damaligen Zeit fast dasselbe, oder? Hey, jetzt kommt ein Haufen Mist runter, was nur Gandalf kaputt machen kann. Menno. Immer diese Magie-Scheiße. Hör auf mit dieser Magie-Scheiße. Wer hat denn jetzt eigentlich diesen. Wir hatten doch vorher noch so ein Teil, was wir gefunden haben. So ein Zapfhahn? Ja. Keine Ahnung. Ich hoffe, den hat jetzt echt niemand anders, weil den brauchen wir jetzt gerade hier, ne? Da hinten mit dem Fass, meinst du? Von dem habe ich ihn runtergeschlagen. Wir brauchen ihn für das Fass da, für das da. Oh. Oh Mann, nein, oder? Haha. Wie war das mit den GameStoppern? Yep. Nee, das funktioniert glaube ich nicht, ne? Ah doch, jetzt hast du ihn. Hast du das jetzt gemacht? Ich habe die Fackel aufgehoben und danach weggeschmissen und dann hatte ich... Hat er den in seiner Tasche gehabt? Glitch King. Ach, fahr du mal, du kannst das besser. Gell?
So, jetzt kann ich da auch noch schön rein. Und jetzt kommt wohl die epischste, krasseste Wildwasserbahn. Wildwasserbahn in der Geschichte des Kinos. Hey, wo kommt denn dieser Hebel nur einmal auf einmal her? Mal ein Schlückchen trinken. Ich bekomme nämlich gerade ein bisschen Halsweh. Aber das glaub... Ich spüre es auch schon. Guck mal, Legoland und Tauriel. Ha, wie Ramondisch. Total. Vor allem, was man jetzt nicht wieder bekommen hat. Wieder hemmungsloser Sex. Ne, die müssen erst auf 200 Jahre lang auf Dates gehen, bevor sie miteinander schlafen dürfen. Ja, ich bin in Elben-Romanzen nicht so bewandert. Ja, ja, in Elben-Romanzen. In echten, da, ja, da geht er ab. Man nennt ihn auch Sir Bangalot. So, jetzt haben wir ein anderes Problem. Wir haben die Orks auf den Plan gerufen. Die wollen mitbängen. Ja, die wollen uns bängen. Und zwar hart in die Nüsse. Ich steig mal lieber nicht aus. Ich bin abgesoffen. Ich bin schon. Was parkst du auch immer so scheiße ein, dass man nicht aussteigen kann? Ich hab das Vorrecht, ich bin kleinwüchsig, ja? Ja, aber dann sammle ich hier mal hier den 10.000er ein, ne? Ja, das machst du mal. Vielleicht werden wir dann doch noch Meisterdiebe. Ich prügel mich hier mal durch. Okay, da kann ich gar nicht durch. Das ist ja voll die Wildwasserbahn. Ach, das ist doch der kleine Zwerg. Hier ist ja gar nicht Thorin. Ha! Guck mal, was ich hier hab. Okay, bringt mir trotzdem nichts. Ich kann hier aussteigen. Es liegt nicht an deinem, es liegt nicht an deinen Einparkkünsten. Ich nehme alles zurück. Jetzt müssen wir die goldenen Orks hier besiegen. Ich habe hier eine Axt, eine Ork-Axt. Ja, ja, genau, die brauchst du auch, weil du hast sonst keine Waffen, weil die haben sie dir abgenommen, weil du ja vorher im Knast saßt. Schon vergessen? Immer diese Knastbrüder. Das ist schon die Zeit. So klischeehaft die Zwerge, die wieder im Knast hocken, das ist ja. Echt, immer die Kleinwüchsigen. Die sind doch alle kriminell! Ja, gute Taschendiebe. Das ist wie Bilbo, ne? Ist auch volles Klischee, ja. Weißt du? Der Kleinste ist der beste Dieb. Vielleicht will der gar nicht in so ein Klischee gepackt werden. Vielleicht ist er auch gar kein Dieb. So, einfach mal alles kaputt schlagen. Naja, jetzt müssen wir bestimmt silberne Orks kaputt. Oh ja, 5. 4. Alles kaputt 2. Schlagen. Kaputschka. Ich schlag dich zum Teufel, du kleiner Ork, mit deinem Harnisch. Du kannst gar nisch. Das hast du aber schön gerahmt. Jetzt kommt wieder der grüne Bogenschützen-Ork. Yep. Woher hast du das nur gewusst? Bam! Ja, die hatten wir ja schon in der großen Schlacht da zu Anfang. Stimmt. Da kamen auch die Bogenschützen, waren auch grün gerüstet. Aus welchem Material die wohl sind? Ah, du hast den Bogen. Ja, ich aus weiß. Aus Patina. Ich stelle. Das ist altes Kupfer. Ja. Das ist, hat man noch übrig. Da zieh mal an. Das ist besser als nix. Ja. Da langt zwar jeder durch, aber. Du fühlst dich sicherer. Es geht ja auch darum, sich sicherer zu fühlen in der Rüstung, glaube ich. Es ist gar nicht so dieses. Ja, das ist beim Gerüstetsein ist der Placebo-Effekt das Allerwichtigste. Ja. Ich glaube nämlich auch, das ist da spielt die Psychologie auch mit rein. Ja, das auf jeden Fall, aber. Die da auch ein bisschen bestimmen wird. Wie war das? Alkohol bei der Arbeit sorgt dafür, dass die Angst seine Hände an schnell rotierenden Teilen. Oder was? Ja, du redest gerade über deinen Job? Ja, genau. Hallo, Boss vom Baron. Ich möchte nicht petzen, aber... Ja, was müssen wir jetzt hier machen? Ich habe versucht, mich da dran zu hängen. Das ging aber irgendwie nicht. Du musst doch hier denen hier die Pforte aufmachen. Oh, die Pforte aufmachen. Ich habe Orkfleisch. Komm mal her, Partner. Vielleicht geht's ja zusammen. Zusammen sind wir stark. Ja, zusammen können wir noch weniger und fallen gleich hier runter. Okay, das muss Gandalf kaputt machen, oder? Macht der Freundschaft.
Freund der Machtschaft. Was? Freundliche Machenschaften? Böse, böse. Okay, ne, hier oben ist auch nichts mehr. Was müssen wir denn hier machen? Kann ich das kaputt tun? Nee. Nee, nee, das ist Mithril. Nee, aber da ist ja ein Stein auf dem Mithril. Naja, aber du müsstest ja das Mithril. Das ist ein Speicherpunkt? Ich kann speichern, ja. Na, irgendwas müssen wir hier auch machen können. Speichern ist auch mutwillige Zerstörung. Na komm. Der kann voll den Trickshot. Ah, warte. Ach, mit B. Ja, dann. Gute Reise, Freunde. Den Wasserfall hinunter. Was mich daran stört, ist, warum laufen die Fässer nicht mit Wasser voll? Ja, im Buch waren sie da zu. Da sind sie zu, ja. Im Buch sind sie zu. Ja, aber wenn sie zu sind, siehst du ja die Leute da drin nicht. Stimmt. Die sieht man ja auch nur in 3 Filmen, die insgesamt 9 Stunden dauern, permanent. Da kannst du keine 10 Minuten mehr auf die verzichten. Dieser Peter Jackson melkt die Gagen ganz schön, ey. Wenn ich euch schon bezahle, ja? Dann will ich euch in jeder Szene haben. Die Szenenquote. Vielleicht sind die Fässer ja. Ich möchte auch meine Frisur aus Metall. Ich hab grad so ein Dörr aus dem Bullshit erzählt. Wenn die Fässer unten auch Löcher haben, dann fließt das Wasser, was reinfließt, dann wieder ab. Konzentrier dich aufs Spiel. Bin schon still. Jetzt hat. Du musst mit denen kämpfen, die da. Wir müssen. Also, zu das dem schon, wenn das nicht rasant ist hier, ne? Ja, das ist. Ist so. Dieser Geschwindigkeitseffekt. Du musst immer auf den wechseln, auf den sich so ein Ork draufsetzt. Und dann musst du gegen den kämpfen. Aua! Er wirft mit Spieß! Das ist schon eine echt rasante Action-Szene hier, wenn wir hier mit 10 km/h. Wir müssen jetzt so langsam sprechen, dass du das in erhöhter Geschwindigkeit. Denken. Wir wären total schnell. Wow. Oh nein. Das musst du dann wirklich in der Geschwindigkeit dann abspielen. Nein. No. Das spielen wir in 10-facher Geschwindigkeit ab. Da haben alle hohe Stimmen. Schau mal, ich habe einen besiegt, ohne einen Fehler zu machen. Das war ich. Warst du das? Ja. Verdammt. Hast du mitgedrückt oder was? Beweg mal dem sein Fass, mit dem du ihn gerade zerstört hast. Ne? Das war nämlich hier. Aber nett, dass du mich moralisch unterstützt. Ja, immer. Ohne einen Fehler zu machen. Wie er das noch ganz stolz sagt. Aber jetzt. Hast du die Tastenkombination gemerkt? Ja. Erst auf X hämmern, dann auf B hämmern. Ist ja B hämmert. Guck. Dann kommt einer noch, ey, erlöse uns von dem Bösen hier. Wieso springen die denn alle nicht? Kann da nicht immer einer nochmal her springen? Komm, spring mal. Ja, weil man sonst zu schnell durch wäre. Achso. Auf dem man muss ja, man muss ja, keiner. Man muss ja zeigen, dass das eine lange, rasante Fahrt ist. Ja, das stimmt. Nee, das, oder ist es für Leute, die so langsam sind? Vor allem, es passiert ja echt gar nichts mehr. Ja. Wir fangen wieder von vorne an. Wir fahren im Kreis, habe ich irgendwie das Gefühl. Ja, das ist ja der gefürchtete Kreisbach. Bist du das jetzt? Das bin ich ja, jetzt. Das bist du. Okay, dann brauche ich gar nicht drücken. Das sind einfach zu viele Zwerge. Mit zu vielen verwirrten Namen. So, ja. Das ist ja spannender. Geschafft. Und kann jetzt halt jemand die Weiche einstellen, dass wir wieder rauskommen? Ja, er hier. Ah. Danke. Tatsache. Das Stichwort. Wir sind wirklich die ganze Zeit im Kreis. Oh, guck mal hier. Jetzt hat Bombo auch seinen Auftritt. Man nennt ihn seitdem auch den Juggernaut. Oh Mann, und du darfst ihn spielen, verdammt. Oder? Nee. Nee. Nicht. Ha. Gib dir das mal wieder rum, ne? Ah, die Szene im Film fand ich total lächerlich. Sie war witzig, aber echt, sie fand ich zu lächerlich. Ja, dann sammle ich hier mal wieder ein bisschen. Ich mach mich hier mal ein bisschen lächerlich bei Orks. So. Ist der Weg frei, meine Freunde. Aber ich war gerade im Kampf.
Ich auch. Oh ja. Daran erinnere ich mich auch noch. Ich mich nicht. Zum Glück. Sei froh, echt. Da war ganz viel Style dabei hier bei den Elfen. Das ist jetzt hier so der Rail-Shooter. Ja. Ochse, 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 Ochse. Und wenn man Bienennester abschießt, dann gibt's extra Punkte. Echt? Ja. Habe ich gerade rausgefunden. Oh, fuck, nicht mehr getroffen. Haha, dafür den hier. Legoland, mach's platt. Ja, sehr schön. Das Bienennest! Ja, noch erwischt. Ja, das ist aber. Die Szene finde ich jetzt hier cooler als im Film, muss ich echt sagen. Und die macht die lockert so ein bisschen auf, ne? Das war auch so krass beim Fluch der Karibik Let's Play. Das ist ja auch eigentlich relativ öde gewesen. Aber dann kam am Anfang vom zweiten Teil diese Szene, wo sie hier auch in diesen. Ja, in diesen Holzkugeln da gefangen sind. Und da hast du wirklich ein komplettes Level, wo du mit dieser Holzkugel entlang rollen kannst. Das war richtig cool, also hat richtig Spaß gemacht dann. Guck mal, Tauriel und der Zwerg. Ramondisch. Total. Und da ist Amors Pfeil. Ja. Im Kopf. Amors Pfeil wird von Ox verschossen. Die Liebe ist eine Mutter. Alter, steckt er daran. Tauriel, das ist nicht unser Kampf. Es ist unser Kampf. Wann ließen wir zu, dass das Böse stärker wird als wir? Damals, irgendwann mal. Diese große Allianz war das nicht ein gemeinsamer Beschluss? Skalpieren für Anfänger. Elben-Style. Ja, nicht mal. Anfangen und dann nicht durchziehen. So sind Elben. Ja. Kein Wunder, dass die aussterben. Weil mit Anfangen nichts zu Ende machen. Ja. Die ziehen sich die Popel aus der Nase und haben dann nicht mal den Arsch in der Hose dazu, die auch zu fressen. Ja. Die lassen sie einfach an ihren Fingern kleben. Das war jetzt einfach zu eklig. Ohne Scheiß, da ist mir jetzt gerade ein bisschen schlecht geworden. Ah. Oh Mann. Ja, ja, das wir haben uns um 1% verbessert. Aber bevor wir jetzt die Geschichte wieder fortsetzen, kriegt erstmal die Karte wieder Pickel. Kriegt die Karte Pickel und wir machen einen Aufnahmestopp. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss. Ciao.